Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Checkers und Checkers da draußen. Der Skyline ist am Start. Genießt euch eine kleine Runde. Let's Build Viva Pinata. Ohne großes Gefackel gleich an die Fackel. Nein. Meine Pervol meldet sich auch gerade zum Spiel. Weißt du jetzt? Keiner will dich hören. Mich will zwar auch keiner hören, aber egal. Hauptmenü. Gartenladen. Small Feather. Garten betreten. Okay, großartige Gärtner können dafür sorgen, dass ihre Pinatas überglücklich werden. Wie alle wissen, bleiben Pinatas dann länger in einem Garten. Das bedeutet, die hauen irgendwann ab? Was zum Fick? Okay, wir haben ein paar Sachen direkt am Anfang zu erledigen. Und zwar, einmal hat das mit, Baumeister im Laden zurück. Das sind die beiden Raisins. Da haben wir den. Der interessiert mich nicht. Ich suche gerade jemand Bestimmtes. Der hat sich nämlich was gewünscht für seinen Pinata. Da bist du ja. Ja, ich weiß, hat jetzt keinen Sinn gehabt. Dorf. Paper-Tiere! Hey, findest du es nicht schrecklich, so früh aufzustehen? Das ist doch nicht normal. Ja, du bist aber auch nicht gerade am Pennen, Fräulein. Komm mal, Kitty Floss und Chuckles können wir hier kriegen. Oh, Cluckles. Du kannst jetzt ein. Ja, ja, Zubat kaufen. Das hier. Werden soll und dann das Zubehör auswählen, das du verwenden willst. Siehst du, das ist gar nicht so schwierig. Ich habe auch nicht um deine Hilfe gebeten. Und zwar wollte er, dass es grün ist. Er wollte was Grünes. Das Problem ist nur, ich kann halt nicht in grün verwandeln. Daher gebe ich ihm jetzt den Kasim einen grünen Schal. Du magst wohl Zubehör. Jetzt hat Kasim einen grünen Schal. Vielleicht haben wir ja noch. Ja. Warte nochmal. Vielleicht haben wir noch ein schönes Hütchen. Ach du Scheiße, nein. Ist das ein Mülltonnendeckel? Ja, herzlichen Glühstrumpf. Guck mal, können wir dir das schöne Rose hier geben? Da würdest du dich freuen, das weißt du doch ganz genau. Okay, belassen wir es dabei. Was haben wir noch so alles Schönes hier? Raupen? Sieht mehr aus wie Augenbrauen. Ganz dicke. Ach du Scheiße, Klunker hier. Das ist doch süß! Kriegt eine Stupsnase auf seine Stupsnase. Ach du Scheiße. Okay, hier waren wir gerade. Arme. Super, können wir das sehen? Torso. Ach, wie süß. Nein, er hat jetzt einen grünen Schal. Das gefällt ihm bestimmt ganz großartig. Total toll und so. Schenkzubehör. Ach komm, jetzt will ich mich da. Ich sollte mir mal meinen Garten anschauen. Ja. Dich will ich hier überhaupt nicht haben. So, Kasim.
Du stehst auf einem verdorbenen Scheißteil. Bitteschön, Kase. Jetzt hast du... Ja, ist ja gut. Jetzt hast du etwas Grünes bei dir dran. Ein Pinata an sich kann ich nicht grün färben. Aber ich hoffe, es reicht dir, diese grüne Schal reicht dir hoffentlich. Und noch eine andere Sache gibt es jetzt zu tätigen, die ich gerne tun würde. Leider verziehen sich gerade beide. Nein, einer ist noch da. Du bist Nummer 2. Und zwar geht es darum, die Pinatas zu benennen. Und warum ein Fuchs ist ganz bei... Also bei denen nenne ich... Die benenne ich jetzt nach den Füchsen. Aus dem... Also nur mal zur Info. Die Zweier-Varianten sind bei mir immer die weiblichen halt. Also jetzt nicht denken, ich mag den einen jetzt mehr als den anderen lieber. Ich werde jetzt mal deinen... Künstlernamen hier mal benutzen. Salvas. Ich mag die beiden. Ui. Ist er? Er mag's auch. Und ich kann mich auf die verlassen und so, und die können sich auf mich verlassen, und hast nicht gesehen. Und und dich nennen wir jetzt einfach nur Dom. Seinen richtigen Namen werde ich jetzt hier nicht hinschreiben. Und da ist er auch glücklich. Warum ausrechnen jetzt die beiden danach benennen? Die sind sowieso ein Pärchen. Also, was heißt ein Pärchen? Die sind verheiratet. Bläh. Muss ich mich immer noch dran gewöhnen. Und, wir waren mal auf so einer Tour. Ja, hi. Wir waren mal so auf einer Tour. Und, da sind wir ganz zufällig Fuchsbabys begegnet. Und ja, seitdem ist sie halt auch extrem so auf Füchse fixiert. Und daher dachte ich mir, das passt jetzt ganz cool. Deswegen sind das jetzt Füchse. Und das freut mich jetzt total. Wenn ihr auch ein Pinata sein wollt. Okay, hat's erledigt. Brennt nicht mehr. Wenn ihr auch ein Pinata sein sollt, schrott es in die Kommentare. Und ich werde bei der nächsten Gelegenheit... Ach du Scheiße. Der ist zu nah. 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 Die sind in Ordnung. Das wollen wir verkaufen, 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 verkaufen. Verkaufen. Nein, den Raisin wollen wir nicht verkaufen. Ja, irgendwie. Ich hab alles versucht, doch dann stehe ich vor den Scherben. Und sie kommt von dir und sie stecken tief im Herzen. Es war so klar, es war nix. Es war nix zu sehen in der Art und Weise. Oh, sorry, Raisin. Es war nix zu sehen, dass ich das Ding ausgewählt habe. Und dann ist es trotzdem einfach mal weg. Fick you, du Spacken! Hi! Geht so. Oh nein, ich weiß schon, was jetzt nicht funktionieren wird. Das ist so scheiße. Okay. Ja, hör auf zu labern und lass mich ran da. Ja, fresse jetzt. So, repariert, keine Pinatas drin, Freude. So, was haben wir eigentlich letztens gemacht? Wir haben... So, wir haben den Teich hier gemacht. Dann können wir uns nochmal von oben angucken. Sehr schön eigentlich, alles rum und dran. Jedes Pinata an sich hat jetzt ein Zuhause. Die Squizzles. Squizzles haben ein Häuschen. Die Worms haben ein Zuhause. Scheiße, wie hieß ihr denn nochmal? Ich weiß jetzt nicht mehr, wie ihr heißt. Ihr habt auch ein Zuhause. Die Modrops haben ein Zuhause. Salvas und Dom haben ein Zuhause. Ich
wollen wir mal nicht weiter stören. Okay. Das haben wir am Schlüssel. Das Blöde ist, ich komme nicht unten drunter. Ich will ja eigentlich, dass hier nur so eine Überführung ist. Dass es da unten halt weitergeht halt. Verstehst? Geht aber anscheinend nicht, okay. Lassen wir es dabei. Na, Resident. Du magst den Giftgarten, ja? Wird langsam viel. Was hab ich gemacht? Alles für dich. Was hast du gemacht? Du spuckst mein Gesicht. Ey, die haben so viel Platz hier. Und vergammeln sich alle jetzt mal bei dem Giftgarten. Was total irgendwie null Sinn macht. Speichervorgang, Konsole bitte nicht ausschalten. Ja. Mein Kater spinnt wieder rum. Wie hieß er nochmal? Sparrow Mind, genau. Chico. Freut sich. Zeit noch mal ein bisschen was zu verkaufen, weil wird langsam wieder voll. Mod Rob müssen wir auch noch gleich verkaufen, den dritten. Kaufen wieder das hier. So, wollen wir in meinem Mod-Drop. Finden sich alle drei samt da drinne. Ergo kann ich nicht verkaufen. Kasse. Okay, dann geht's wieder gut. Raisin verzieht sich wieder hier drinne. Soll er ruhig. Gut. Ja, habt ihr es jetzt auch nur so weit mitbekommen hier, großes Problem mit Let's Playern und sowas, habe ich jetzt auch kurzzeitig mal Probleme mitbekommen. Und zwar habe ich ja, benutze ja extra jetzt Videos, die GEMA frei sind, doch leider habe ich jetzt ein Video benutzt, wo Featuring mit einer anderen Person zusammen gemacht worden ist, wo ich dachte, okay, das wäre jetzt komplett eigenes. Jetzt wurde gesagt, ja, sie können es monetarisieren, aber sie müssen halt davon was abdrücken. Jetzt muss ich die ganze Zeit was abdrücken wollen, um halt dieses Ausrufezeichen oder diesen orangene Viereck da loszuwerden. Was war denn das? Achso. Das Problem ist, ich will aber gar kein Geld damit verdienen. Ich will ja nicht. Ich will ja einfach nur, ja. Einfach nur, um Thumbnails zu machen, habe ich in meinem Video monetarisiert. Weißt du was? Ich glaube, wir müssen hier nochmal. Nein. Ich habe nämlich hier ein Problemchen, merke ich gerade. Wir machen es gleich wieder hin, keine Sorge. So. Wir hatten mich hier nämlich noch Steingedönse. Den ich nicht hier haben wollte. So, das müssen wir wieder ein bisschen vergrößern hier alles. Hier ist noch ein bisschen vertiefen wieder. Ja, apropos, wenn ihr auch ein bisschen Musik zu vergeben habt, die ihr gerne mal freischalten würdet, schreibt es in die Kommentare. Ich brauche auch ein bisschen Musik, um halt hier überspielen zu können. Die Spiele Musik.
Was denn? Okay. Das müssen wir gleich hier kaputt schlagen hier. Das akzeptiere ich nicht. Im besten Willen nicht. Das ist alles in Ordnung hier. Das ist alles prima. Schön. Wunderbärchen. So, wo bleibt denn eigentlich mal dieser... Da ist er ja! Sieh das! Interessiert mich nicht. Meine Samen sagen, ich solle nicht mit dir sprechen. Was deine Samen sagen, ist mir sehnlichst egal. Sehnlichst. Wissen wir. Das ist sehr freundlich. Verleihst du nur? Nichts wird mich dazu bringen, meine Samen aufzugeben. Gut, mehr wollte ich auch nicht. So, dann pflanzen wir wieder irgendwo rein. Was das denn hier? Was das denn? Steckrübensamen. So, Kollege, was willst du eigentlich? Hat einen Newtguard gegessen. Okay, er hat schon mal zwei Kürbisse gefuttert, jetzt muss er nur noch einen Newtguard phrasen. Ich weiß nicht, was ich machen soll für einen Newtguard. Weiß ich jetzt ja mal ja nicht so wirklich. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen
tiefer buddeln hier, oder was? Versuchen wir es doch mal. Richtig schön tief buddeln, du. Sau. Okay, anscheinend geht's hier nicht tiefer. Lustige ist, ich weiß, was diese Newtguards für Tiere darstellen sollen. Aber ich komme jetzt nicht mehr so ganz auf die Namen. Dammig. Kann man sie auch in einem Aquarium halten? Ich komme jetzt nicht so ganz auf den Namen. Leute, kommt doch mal weg von dem Rand hier. Nein! Ich drücke jetzt mal Y. Gift-Efeu-Samen.